dieser kleine Kasten namens Bernd blitzte und blitzte und blitzte. Massig Kohle hätte er in die Kassen der Stadt Bielefeld spülen können, hätte diese da nicht eine Kleinigkeit vergessen. Es fehlte das entsprechende Tempo-30-Schild. Alle 7000 Fotos werden nun gelöscht. Ja, yippie, glücklich, total glücklich. Ich hab das vom Freund erfahren, der mir gleich schrieb, dein Foto wird gelöscht. Da habe ich erst gedacht, welches Foto? Und das war natürlich das Blitzefoto. 7000 Fotos in nur 5 Tagen, das kam auch der Stadt schnell komisch vor. Üblich sind eher 200 bis 300. Der Vorfall sei zwar peinlich, gibt Norman Rosenland vom Ordnungsamt zu, seinen Zweck erfüllt hätte der Blitzer aber trotzdem. Wenn wir es schaffen, die Geschwindigkeitsbegrenzung dort bekannt zu machen und dadurch dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr zu schnell fahren, dann haben wir schon unser Ziel erreicht. Zwischendurch hat Bernds Blitzermarathon dann doch noch für Unterhaltung gesorgt, wurde sogar zum Star eines Trinkspiels. Die Anwohner haben uns erzählt, dass am Wochenende abends sich dort Jugendliche, junge Leute aufgehalten haben, direkt am Blitzer. Und jedes Mal, wenn ein Fahrzeug durchgefahren worden ist und ein Blitzer ausgelöst hat, wurde also gejubelt. So zumindest hat Bernd also etwas geschafft, was sicherlich noch kein Blitzer vor ihm geschafft hat. Er hat tausende Menschen zum Jubeln gebracht.